Sämtliche Produkte, die in diesem Video benutzt werden, Gewürze, Soßen, Öle, Pfannen, sind von der Firma Henslers. Erhältlich unter henslers.shop. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu Henslers schnelle Nummer. Heute gibt es Grünkohl Henssler-Style. Wenn man an Grünkohl denkt, denkt man ja meistens an dieses mit Kassler, Kartoffeln, der Wurst drin und so. Ich zeige euch heute mal ein geiles Rezept. Leicht, fluffig, geschmeidig. Also, wir haben jetzt hier gezupften Grünkohl. Einfach nur gewaschen. Kann man ja auch so fertig kaufen. Hier kocht jetzt Wasser mit Salz. Und da kommt jetzt der Grünkohl rein. Ungefähr eine Minute wird er jetzt blanchiert. One minute later, we take the Grünkohl out of the water. So, einfach auf dem Sieb, nicht groß abschrecken mit Eiswasser, sondern einfach nur abtropfen lassen. So, natürlich jetzt hier jedes einzelne Blatt hole ich aus dem Wasser und wasche danach noch meine Füße da drin. So, jetzt nutzen wir die Zeit, lassen das abtropfen, erhitzen schon mal ein bisschen den Wok und schneiden jetzt hier rote Zwiebel, einmal hier, Asia Cut, kennt ihr so. Mache ich gleich noch fertig. Dann haben wir frischen Ingwer geschält. Schneiden wir in Scheiben. Die Scheiben in feine Streifen. Und weil uns diese Schärfe nicht reicht, das ist ja nur so eine frische Schärfe, wir wollen noch ein bisschen Power drin haben, haben wir noch eine rote Peperoni, die wir fein herunterschneiden. Das mache ich alles fertig. Dann geht's weiter. In einer Affengeschwindigkeit hat der Chef das wieder geschnitten. Haut eine ordentliche Rutsche geröstetes Sesamöl in den Wok. Jetzt hier. Kommt das hinterher? Oh, das riecht schon wieder. Das riecht schon wieder. Mm. So, pass auf. Jetzt Hitze ein bisschen runter. Haben jetzt hier wunderbare Shiitake-Pilze, die natürlich Umami haben. Der fünfte Geschmack, ein natürlicher Geschmacksverstärker. Die schneide ich jetzt hier einfach so runter. Und dazu haben wir noch wunderbare Kräuterseitlinge. Eigentlich ein geiler Pilz, weil du null Abfall hast. Kannst alles runterschneiden. Und das haue ich jetzt direkt noch mit dazu. Komm, wir bleiben direkt drauf. Hier, komm, hauen wir rein. Rösten das schön zusammen erstmal an, dass Geschmack entsteht. Während wir es rösten, macht ihr euch eine Gewürzmischung aus Koriander, Kurkuma, Fenchel, Kumin, Boxhorn, Kleesat, Kümmel, Chili, Knoblauch, Chili Rot, Paprika, Rauch, geräucherte Ingwer, Pfeffergrün oder ihr nehmt einfach Wokgewürz. Ganz einfach. So, wenn ihr sagt, ich habe nur Paprikapulver, geht es natürlich auch. Was wichtig ist jetzt, eine ordentliche Ladung. Und das rösten wir jetzt hier an, weil wir wollen auch ein bisschen, so eine Mühe kommt ein bisschen mehr noch. In dem Sesamöl, seht ihr selber jetzt hier, kriegen wir die Farbe. Geil. Entsteht so eine ganz, ganz minimale Bitternote, gar nicht schlimm. Jetzt oben drauf hier, Grünkohl, zack. Und das wird jetzt zusammen gewokt. Und während das passiert, ha, springe ich zur Seite, greife in mein Butterfass. Freunde, in jeder guten asiatischen Küche darf Butter nicht fehlen. Gehen wir mit dazu, Hitze hoch und kräftig wokken bzw. braten. 5 Minutes habe ich das jetzt hier wokken lassen. Zum Schluss einen fetten Kochlöffel Sojasauce noch drauf. Kurz verdampfen lassen. Einziehen lassen, auf den Teller. Guten Appetit. Dann jetzt, wie es sich gehört, werde ich dieses Gericht mit Stäbchen essen. Da, 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 da. Ach ja, ihr seht, ich habe mal ein bisschen Sesam drauf geschräubt, geröstet. Habe ganz vergessen, euch zu zeigen. Das Schöne ist, du hast die Pilze, Schärfe von der Peperoni, die Frische von dem Ingwer. Und du hast diese ganz leichte, das ist ja dieser Grünkohl, hat ja auch so ein bisschen was Herbes, was Bitteres. Was aber super abgefangen wird, schön diese gewürzige Note. Das ist was richtig, das schmeckt so richtig gut. Das schmeckt einfach richtig gut. Punkt. Das ist eine geile Mischung im Mund, diese leichte, herbe Note von diesem Grünkohl. Einfach mal anders. Schön Sojasauce. I like. Hier kommt der Eindruck, Happy Day. Nachkochen, Freunde.
Und die Einkaufsliste: Grünkohl Hänsler-Style für zwei Personen braucht ihr 500 Gramm Grünkohl, ein Stück Ingwer, eine rote Zwiebel, eine rote Peperoni, zwei Kräuterseitlinge, 8 Shiitake-Pilze, 2 Esslöffel Butter, Teelöffel gerösteten Sesam und 1 bis 2 Kochlöffel Sojasauce. Ich habe noch Sesamöl zum Anbraten benutzt und gewürzt mit unserem Wokgewürz. Das war Hänslers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter hänslers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.